Freut euch aufs Heiraten. Prinz Willibald ist reich. Es wird euch an nichts fehlen. Und eure Stiefmutter seid ihr endlich los. Ist mir so fremd. Ach, gebt nichts auf das Bild. Die Hofmaler lügen. Nun seid doch vernünftig, Prinzessin. Ihr solltet den König nicht verärgern. Wenn noch meine liebe Mutter noch lebte. Warum ist die Prinzessin noch nicht angekleidet? Ich bitte um Vergebung, aber ich nehme Prinz Willibald nicht. Du hast mehr Glück, als du verdienst. Prinz Willibald reist heute ab. Dein Vater hat sich anders entschieden. Prinz Hans von Ohne Prinz aus Mühlland wirbt noch heute um dich. Aber wo kommt der denn her? So plötzlich. Er reiste mit Prinz Willibald. War das der mit der Mütze? Er fiel unter die Räuber. Das entschuldigt sein Aussehen. Der, der als erster von der Kutsche sprang? Prinz Hans wird dein Mann. Der König befiehlt es. Ich sehe schrecklich aus. Hochwürden, ich kann vor Gottes Angesicht nicht lügen. Ich liebe Prinz Willibald nicht. Isabella! 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 Doch willige ich ein. Isabella! 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 Die Aufregung, ist nur die Aufregung. Hans! Endlich. Isabella, willst du mich? Auch wenn ich kein Prinz bin. Entschuldigung. Hätten Sie kurz Zeit für eine Umfrage? Es geht um das Sexualverhalten von Männern über 40. Okay. Ja. Was sind für Sie die drei wichtigsten Dinge, die eine erfüllte Beziehung ausmachen? Reihenfolge egal. Sex. Also auf jeden Fall Sex. Guter Sex. Ja, das waren schon die drei wichtigsten Dinge. Finden Sie die Vagina einer Frau ästhetisch? Ich könnte darin versinken wie in einem Gemälde von Picasso. Sie haben meinen Kaffee noch gar nicht getrunken. Und Sie studieren was? Ich habe Psychologie studiert. Ich bin total fasziniert von Psychologie. Ich auch. Ich habe Germanistik studiert. Aha. 2 Wochen. Onanieren Sie? Du hast verzweifelt. Sind Sie schon einmal fremdgegangen? Nein. Sie? Bis jetzt noch nicht. Denken Sie beim Sex mit Ihrer Partnerin an andere Frauen? Bis jetzt noch nicht. Das heißt, dir ist langweilig mit ihm? Nein, er langweilt sich zu Tode. Und dann heuchelt er immer Interesse und glaubt, ich merk's nicht. In Wirklichkeit haben wir überhaupt nichts mehr gemeinsam. Ich hasse diese öden Gespräche. Der lässt mich nicht schlafen. Das Einzige, was uns beiden Spaß macht, ist der Französischkurs. Also natürlich ist es ein bisschen irrational. Aber ich glaube eben, dass es auch Sachen hinter den Sachen gibt, die wir sehen und die wir nicht erklären können und die trotzdem funktionieren. Philipp, gib das her! Das ist ein Erinnerungsstück von meiner Großmutter. Ja, aber du wolltest es wegschmeißen, wie sie gestorben ist! Ja, weil es hier ist! Ja, und trotzdem willst du es mir nicht vergeben! Aber es gehört mir, weil das meine Großmutter war. Und weil... Bitte. Ja, gratuliere.
Entschuldigung. Das sind die Unterlagen. Entschuldigen Sie, sind Sie die Marketingassistentin, die mit dem Herrn Sommerbauer im Kabarett war? Ja, Beatrix Felder. Angelika Schnell. Chefinspektorin. Leiterin der Mordkommission. Bezirksinspektor Franicek. Grüß Gott. Grüß Gott. Sagen Sie, dieser Kabarettabend, war der gut? Ich habe so viele gute Sachen drüber gelesen. Ja, der war sehr schön, danke. Wissen Sie vielleicht nur, wie lange er läuft? Ich würde ihn so gern sehen. Ach, nein, grüß dich. Leider nicht, aber wenn Sie Karten brauchen, melden Sie sich. Ich bin gerade in einer Besprechung. Noch Freikarten im Konto. Ich melde mich später. Ja? Ja? Danke, das ist nett. Gerne. Tschüss. Wiederschauen. Komm. Was ist? Bist wasserscheu. Keine Badehose? Ah, du bist ja noch verklemmter als mein Freund. Hast Angst vor Piranhas. Komm, wer schneller auf der Insel ist, ja? Die ist ganz schön hartnäckig, oder? Ja. Haben wir beide ganz schön was am Hals. Meiner hat mich sogar schon gefragt, ob ich ihn heiraten will. Und du hast ja gesagt. Nein. Eigentlich ist er ganz nett, aber eben nur nett. Das will ich ja auch nicht mit dir. Mir? Mit mir was? Was? Red weiter. Das ist Margarita. Tag, Margarita. Anna Schnabel, Judiths Mutter. Freut mich, hallo. Nachdem wir Schwestern sind, sollten wir uns vielleicht vertragen, oder? Wieso? Naja, okay. Dann fahre ich jetzt zurück nach Wien. In einer halben Stunde geht mein Zug und ich melde mich, wenn ein bisschen Zeit vergangen ist. Wiederschauen. Wiedersehen. Ciao. Sarah. Es hat mich echt gefreut, dass wir uns kennengelernt haben. Mich auch. Es war sehr schön, unser Inselleben, oder? Also, ciao. Also, ciao. Aren't you going to say good evening to your daughter? Good evening, Herr Klimt. I admire your work. How do you do? How is school? There is no school. How very you. Children all over the place. There is Klimt. With the minister. Death to decadence. Death to morons. Long live the Republic! Long live the Balkans! Long live the Balkans! Long live the Balkans! Long live whores! Quick. Choose the one you want. I'm going to stay with your daughter. Is she really your daughter? I suppose she is. I don't know. I'll have this one and this one and this one. I see. You four are going to cook up a nice little allegory together.